Autofahrer sind künftig wohl verpflichtet, 2 Schutzmasken mit sich zu führen. Das berichtet die Düsseldorfer Rheinische Post unter Berufung auf eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums. Demnach sollen die Mund-Nasen-Bedeckungen bald zum vorgeschriebenen Inhalt des Verbandkastens in Pkw, Lkw und Bussen gehören. Wie die Zeitung schreibt, soll dies auch nach der Corona-Pandemie gelten. Greifen werde die Vorgabe voraussichtlich im nächsten Jahr. Wer in seinem Verbandskasten dann keine 2 Masken hat, muss dem Bericht zufolge ein Bußgeld zahlen. Bei unvollständiger Erste-Hilfe-Ausrüstung werden aktuell 5 Euro fällig.